Ja, und unser nächster Autor hat den weiten Weg aus Aachen zu uns gefunden. Er ist Autor, Maler, Experimentalfilmer. Und er ist im Prinzip der Geheimtipp für Freunde des gepflegten Wortwitzes. Und das wird er uns auch gleich zeigen. Er hat schon viele Aktionen gemacht. Unter anderem gibt es eine Aktion Paperboy. Da sprechen wir dann anschließend im Interview dann noch drüber. Jetzt bin ich erstmal froh, dass er hier ist. Es gibt übrigens aktuell von ihm ein Hörbuch. Das heißt die 50-Minuten-Terrine. Daraus wird er wahrscheinlich lesen. Wir lassen uns mal einfach überraschen. Schön, dass er da ist. Hier ist Robert Sukro. Fische, sagte mein Vater. Wie wäre es mit ein paar Fischen? Ach, Papa, Fische sind doof, maulte ich. Mein Vater runzelte die Stirn. Junge, du bist jetzt langsam in einem Alter, in dem man ein Hobby hat. Ja, aber ich male doch, rechtfertigte ich mich. Ach, malen, mein Vater winkte ab. Malen kannst du, wenn du in meinem Alter bist, aber Fische. Mein Vater hielt kurz inne. Da hast du immer was zu tun. Ungläubig schaute ich ihn an. Und was? Na, zum Beispiel musst du immer gucken, dass die Pumpe funktioniert. Filterwechsel und so, verstehst du? Das ist eine Sache mit Verantwortung, Junge. Schweigen. Mein Vater lehnte sich zurück in seinen Kochsessel. Dann schaute er mich an, als hätte er nicht nur mich, sondern auch alle Kinder aus der Nachbarschaft zu seinen Jüngern gemacht. Doch das Wort Überzeugung lag irgendwo da draußen auf der Straße und ein Hund setzte gerade einen dicken Haufen drauf. Filter wechseln ist doch ätzend, Papa, moserte ich. Jetzt reiß dich aber mal zusammen, platzte es aus meinem Vater heraus. Du kannst doch nicht immer nur rumsitzen und Bildchen malen. Ja, aber soll dein Hobby nicht auch Spaß machen? Fragte ich verdutzt. Spaß, da haben wir es ja wieder. Immer nur Spaß haben wollen, aber nie Verantwortung übernehmen. Pass mal auf. Als ich in deinem Alter war, da gab es keinen Spaß. Da hätte man sich über ein Hobby gefreut. Gerade Fische, Junge. Mein Vater wedelte mit dem Zeigefinger. Skeptisch schaute ich ihn an. Meine Mutter kam um die Ecke. Was habt ihr zwei denn wieder miteinander, fragte sie, schaute aber speziell nur mich an. Ach, der Junge will kein Hobby, seufzte mein Vater gespielt kraftlos. Das habe ich auch gar nicht gesagt, Papa, verteidigte ich mich. Aber Fische sind nun mal langweilig. So, wie viele Fischsorten kennst du denn überhaupt? Setzte mein Vater von vorn an. Ich blies in die Wangen, sagte aber nichts. So ein kleiner Hai wäre doch spannend, oder? Der Räuber der Meere, Junge. Das Gesicht meines Vaters nahm mephistophelische Züge an. Ein Hai, flüsterte eine Stimme in meinem Kopf. Ein echter Hai. Ich musste gestehen, das hörte sich reizvoll an. Haie fand ich schon immer klasse, damit konnte man ordentlich prahlen. So, ich muss noch nach Hause meinen Hai füttern. Der Gedanke gefiel mir. Mein Vater bemerkte das Funkeln in meinen Augen und schlich sich in meine Gedankenblase. Weißt du was, sagte er, wenn du morgen aus der Schule kommst, dann steht es schon hier, dein Haifischbecken. Der nächste Tag. Ich hatte mich in die Vorfreude reingesteigert und den Klassenkameraden ganz nebenbei von meinem Hai erzählt. Neid lag in der Luft. Ein viel zu seltener Geruch, wie ich feststellte. Dieses Mal ging ich sogar auf dem schnellsten Weg nach Haus. Ich ersparte mir ausnahmsweise den kleinen Umweg, der mich sonst davor rettete, von meinen zwei Stammprüglern verdroschen zu werden. Ich hatte sogar Glück. Kein Markus, kein Oliver. Sie hatten es wohl endlich aufgegeben, mich mit offenen Armen zu empfangen, die immer bereit für einen Schwitzkasten waren. Meine Mutter öffnete zu Hause die Tür. Ich hastete in mein Zimmer. Wo ist er? Meine Blicke flogen durch den Raum. Dann wurden sie ausgebremst. Da stand etwas. Aber, hauchte ich, musste ein zweites Mal schauen. Hatten die zwei pummeligen Goldfische da während meiner Abwesenheit den Hai gefressen, oder was? Was sollte das denn? Was war das für ein Scheiß? Ich stampfte ins Wohnzimmer. Mein Vater las ein Buch. Nein, er hielt sich ein Buch vors Gesicht. Papa! Rief ich fassungslos. Nun setz dich mal hin, Junge, sprach er ruhig, während ich bebte. Weißt du, was so ein Hai kostet, Junge? Ich verschränkte meine Arme. Eine ganze Menge, ergänzte er. Ja, aber du hast auch... setzte ich an, aber mein Vater unterbrach mich. Dafür gehe ich nicht arbeiten. Außerdem, Fisch ist Fisch. Ich haute mit der Faust auf die Sofalehne und verschwand lautlos auf mein Zimmer. Wochen vergingen. Die Fische und ich wurden keine Freunde. Vielmehr waren wir eine Art Zwangsgemeinschaft.
In der Schule erzählte ich, wir hätten den Hai leider wieder abgeben müssen. Er sei einfach zu aggressiv gewesen. Mein Vater hatte jetzt endlich ein Hobby. Er rüstet das Aquarium mit Zubehör und Spielkram auf und unter anderem kauft er einen Taucher aus Plastik. So einen, bei dem der Sauerstoff noch über einen langen Schlauch in den kugelförmigen Helm gelangte. Mein Vater platzierte den Taucher in die Mitte des Aquariums. Zwei alte Kinderaugen sahen mich an. Wie bei Jules Verne, Junge. Wie bei Jules Verne. Ich stellte mir Jules Verne vor, wie er an seinem Schreibtisch saß und 20.000 Meilen unter dem Meer schrieb, im Visier zwei Goldfische. Robert Sukrow, meine Damen und Herren, und ich bin auf das Interview ganz gespannt, was er dann noch weiter zu seinen Tiergeschichten zu erzählen hat. Robert Sukrow, genannt der Suk, hier ist er nochmal. Bin mal gespannt, ob es jetzt noch Tiergeschichten gibt. Auf alle, er lacht schon jetzt. Wir freuen uns heute. Robert Sukrow. Ja, ich habe in der Tat wieder eine Tiergeschichte, ist aber wirklich Zufall. Die Geschichte heißt Liebe und Hasen. Mittig blieb sie vor dem großen Fenster der Tierhandlung stehen. »Was hältst du von diesem Häschen da?«, fragte sie mit kindlicher Stimme. »Du weißt schon, dass ich keinen Hasen möchte«, sagte ich bestimmt. Ihre Tierliebe hatte uns oft genug schon Gewitterwolken beschert und in diesem offenen Stall hoppelte offensichtlich die nächste Schlechtwetterfront. »So direkt hast du das nie gesagt«, sagte sie und schob ihre Nase noch einen Zentimeter näher an die Scheibe. »Ich denke schon, dass ich das gesagt habe«, setzte ich nach. »Ja? Wann denn?« »Nun, ich trage nicht in mein Tagebuch ein. Heute Hase abgelehnt.« Verwundert schaute sie mich an. »Du schreibst Tagebuch?« »Nein«, stöhnte ich auf. »Ach, guck mal, wie süß der guckt«, platzte es auf einmal aus ihr heraus. »Ist das nicht putzig?« Widerwillig schaute ich auf das Langohr. »Er hält den Kopf schief«, kommentierte ich knapp. »Na, vielleicht denkt er nach«, warf sie als Süßstoff hinterher. »Ich glaube nicht, dass er nachdenkt.« »Was macht dich denn da so sicher?« »Oh, woran soll ein Hase denn denken?«, blockte ich übertrieben unansichtig ab. »Na, der macht sich doch sicher auch so seine Gedanken.« Ich schaute mir den Hasen nur etwas länger an. »Nun, ich glaube eher, dass er einen Haltungsschaden hat«, stellte ich fachmännisch fest. Erschrocken presste sie ihre Nase an die Scheibe. »Wie kommst du denn darauf?« »Weil er sich gerade zur Seite gedreht hat und den Kopf immer noch schief hält.« »Och, der Arme«, säuselte sie. »Ja, der Arme«, seufzte ich genervt. Mit einer kleinen Falte über dem Nasenbein schaute sie mich an. »Er tut dir also auch leid?« Ich trat einen Schritt zurück. »Jetzt komm ja bitte nicht so.« »Wie jetzt? Hey, ich kenn dich doch. Oh, der arme Kerl, so kauft ihn noch keiner und...« »Wir könnten ihn noch kaufen«, fuhr sie mir freudig über den Mund. »Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Ich will diesen Hasen aber nicht.« »Nur weil er einen Haltungsschaden hat?«, fragte sie entrüstet. »Nein«, fuhr ich hoch, »ich würde ihn auch ohne Haltungsschaden nicht wollen.« Sie machte ihren Rücken gerade, zupfte an dem Reißverschluss, der an ihrem Halskragen baumelte, und sagte entschlossen: »Weißt du was? Ich gehe da jetzt einfach mal rein und frag, ob der wirklich einen Haltungsschaden hat.« »Ja, und dann?«, stotterte ich. »Na, wenn er keinen hat, dann kauft ihn doch sicher bald jemand anders.« Ich boxte meine Fäuste in die Seitentaschen. »Ach, und wenn er einen hat, dann kaufen wir den.« Ihre Augen begannen zu leuchten. »Oh, du bist ein Schatz«, sagte sie, drückte mir einen dicken Kuss auf meine schiefen Lippen und stanzierte siegessicher in den Laden. »Mann, der hat es aber gegeben.« Robert, schön, dass du den weiten Weg aus Aachen nach Bielefeld gefunden hast. Ich lese in deiner Vita, du schreibst Geschichten aus dem Leben mit dem Hasen. Was ist daraus geworden? Können wir das Ende erfahren? Süß-sauer. Das ist schön, ja. Bei 70 Grad Niedertemperatur garen 2 Stunden ungefähr auf mittelster Schiene. Ich weiß nicht mehr, wie warm es draußen war, aber... Sehr schön. Du bist seit 8 Jahren unterwegs und versuchst jetzt langsam so alle Lesebühnen in Nordrhein-Westfalen zu bereisen. Die wievielte waren wir? Oh, da habe ich jetzt nie mitgezählt. Aber es war schon so ein bisschen was, wo ich rumgekommen bin. Okay, aber hier ist das Publikum natürlich wunderbar, das ist die schönste Lesung. Unglaublich, also erstmal den Ort finden. Ne? Ja, genau. Das ist, ja. Aber es gibt Bielefeld wirklich. Ja,
Da sind wir beruhigt. Das erste Schild hat's bestätigt. Wir müssen dringend über 2011 sprechen. Aktion Paperboy. Was hast du da angestellt? Im Positiven. Ich krieg schon mal so ein Flash, wo ich so eine Idee habe. Und dann eines Tages bin ich aufgewacht und sagte zu meiner Frau, kannst du dir vorstellen, mich in Zeitung einzupacken? In Maastricht war eine Kunsttour und dann war die Mission halt, dass ich komplett in Zeitung eingepackt nach Maastricht auf die Kunsttour gehe. Und das war schon sehr interessant. Also ich war komplett, also die Füße, die Hände, der Kopf, die Nase, also alles. Und ich bin also rumgeknirscht nach Maastricht. Und war schon sehr interessant, die Reaktion der Leute. Und das war auch eigentlich mehr peinlich für meine Frau, weil... Sie war zu erkennen. Ja, sie war zu erkennen. Und ich war quasi unsichtbar, nur unter Zeitung. Ne? Okay, so eine Aktion nochmal geplant in irgendeiner anderen Form? Das war schon mal das zweite... Wir sind ja unter uns. Das war schon das zweite Mal. Also beim ersten Mal war es in Aachen bei Regen. Und das war dann halt nicht so gut. Muss man Hochglanzmagazin nehmen, da perlt das so ein bisschen besser ab dann, ne? Ja, doch, vielleicht ein Happy Weekend oder so. Genau, da bleiben die Leute auch stehen und gucken länger. Das ist eine schöne Idee, ganz genau. Hörbuch 50 Minuten, Terrine? Ja, das ist die Spielzeit. Okay, weil ich hatte nämlich schon gedacht, mein Gott, was ist da los, wie lange geht das Ganze? Dann macht die ganze Terrine keinen Sinn. Man hätte auch sagen können, der Hase braucht so lange, ne? Genau, das haben wir dann wieder bei Süß-Sauer. Von dir selber eingesprochen, oder? Ja, natürlich, doch. Also ich möchte schon dabei sein, wenn ich lese. Das ist ja absolut wichtig, das macht uns auch froh. Hast du jetzt gar nicht mit, das Hörbuch? Sonst hätten wir gerne nochmal in die Kamera gehalten. Ich hab's, mein Gesicht ist drauf. Also, Dann reicht das schon, dann kommen wir damit hin. Aber also, ich werd's gleich mal... Und so stellen Sie sich das Hörbuch vor, meine Damen und Herren. Da sind wir da schon auf dem richtigen Weg. Also ich gucke aus dem Teller Suppe raus. Das ist denn das Cover. Und ich lese es auch gleich auf den Gabentisch liegen unter dem Weihnachtsbaum. Ach nee, wir haben ja Mai. Das ist schön. Ja, genau. Nee, ab April, Mai sind wir jetzt bald soweit. Aber für Ostern wär's noch gegangen. Für Ostern hätten wir es noch hingekriegt. Wunderbar. Unter den Osterbaum, ja. Ganz genau. Jetzt sprechen wir noch drüber. Du bist Autor, du bist Maler, Experimentalfilmer. Was malst du, was filmst du? Was male ich, was filme ich? Also malen ist eigentlich die dunkle Seite. Ich nenne es mal die Dark Side of the Zoo. Das sind eigentlich sehr finstere Bilder. Also eigentlich das komplett das Gegenteil von dem, was ich schreibe und so vortrage. Und Filme ist genau das Gleiche. Ich drehe eigentlich ziemlich dunkle Kurzfilme. So ein bisschen David Lynch angehaucht und so. Aber ich brauche das so irgendwie als Ausgleich. Das ist einmal so, weil sonst dauernd irgendwie immer nur Schmunzelkram machen. Und fröhlich sein macht auch keinen Sinn. Da hat man irgendwann nichts mehr zu lachen. Verdächtig bei den Nachbarn dann, das passt schon. Ja. So, wo kann man deine Filme sehen und deine Bilder? Meine Filme gibt es auf meiner Homepage. Also. www.robertsukrow.de. Ja. Oder dersuk.de, also gibt genau. Die zwei Domains, ja. Und auf YouTube kann man irgendwie auch mal rumsuchen. Wenn man Sukro Aachen eingibt, wird man bestimmt irgendwie so ein Filmchen von mir finden. Und das wäre dann Ihre Hausaufgabe zu Hause am Ende der Sendung. Machen Sie es nicht jetzt, sondern am Ende der Sendung gucken Sie mal dersuk, was es da für Filme gibt. Und ich glaube, von der Paperboy-Aktion gibt es auch ein YouTube-Video. Ja, genau. Ich glaube, das ist dann Paperboy Sukro Maastricht. Wenn man diese Suchbegriffe eingibt, kommt man auf jeden Fall zum Genuss, ja. Unsere Zuschauer schreiben mit, die wissen alles genau Bescheid und dann kriegen wir das hin. Toll, dass du den weiten Weg aus Aachen nach Bielefeld gefunden hast. Ja, danke. Verbreite die gute Stimmung überall. Wir sind froh, dass du hier auf unserer Bank gesessen hast und dass du gelesen hast. Dankeschön fürs Kommen, Robert Sukro.